Und seid wieder herzlich willkommen zurück hier in einem neuen Ründchen Anno 1602 History Edition. Und ich wollte diese Folge jetzt mal dafür benutzen, um ein wenig auf die Kommentare einzugehen, die so reingekommen sind, weil es war jetzt dann doch ein bisschen zu viel, um da überall zu schreiben. Daher entschuldigt bitte, dass ich da ein bisschen nachlässiger geworden bin, was das Beantworten der Kommentare betrifft, aber es ist wirklich, wirklich etwas mehr geworden jetzt. Folgendes. Etwas, was ich immer wieder gelesen habe, war sehr strategieverbunden, sage ich jetzt mal. Ja? Vorwiegend betreffend dieser Insel, die wir uns ja hier freigeprügelt haben. Ich finde das mega cool, was für Strategien ihr, sage ich mal, da so entwickelt habt, wie ihr Kriege führt in Anno 1602. Aber vieles war davon auch, sage ich mal, im Bereich davon, dass man halt möglichst schnell das frisch eroberte Gebiet sich halt sofort unter Nagel reißt oder halt die bestehenden Strukturen übernimmt. Und da muss ich tatsächlich sagen, natürlich absolut gerechtfertigt, wenn ihr das so macht. Das ist vollkommen cool, ne? Ich meine, jeder hat seinen eigenen Spielstil. Allerdings, ich persönlich übernehme nie die Strukturen der KI. Ganz einfach deswegen, weil ich sie persönlich als sehr, sehr ineffizient empfinde. Ich meine, ne, das ist halt so teilweise echt Kraut und Rüben. So, das ist der Holzfäller hier zum Beispiel. Ich meine, ja, es ist schön, dass er da ist. Aber ihr seht selbst, da muss man noch nicht mal die Insel besitzen. Da ist halt einfach nicht viel los. Ne, das wiederholt sich halt immer und immer wieder. Auch hier die Getreidefarm neben der Kirche und alles. Das ist zwar, ich meine, klar, es wirkt dadurch nicht so geordnet, sondern eher ein bisschen, ja, freier und so weiter, ne? Aber generell bin ich kein Fan von den KI-Strukturen, die sie so aufbauen. Deswegen gehe ich da meistens so vor, dass ich erstmal alles, was sie haben, komplett niedermähe. Und je nach, sage ich mal, Militärstärke muss man da, bei Anno 1602 zumindest, und das muss ich ganz klar sagen, bei Anno 1602 zumindest, muss man da nicht so heftig strategisch vorgehen, weil die KI ist nicht so schlau. Ja, du kannst also relativ einfach mit einigen Kanonieren kannst du hier alles ummähen. Ich meine, folgendes beispielsweise. Wir haben ja unsere Schiffchen hier und meistens mache ich es, oder wenn eine Gegenwehr zu erwarten ist auf der Insel, wie jetzt ja mittlerweile auch hier zum Beispiel, ne? Wir haben hier überall Kavallerie und bla bla, ne? Die hier so rumsteht. Und da muss man natürlich vorsichtiger werden. Das, was wir hier hatten, klar, das war jetzt nicht so heftig. Da war wenig Gegenwehr, da waren nur ein paar Einheiten. Ich weiß gar nicht, wir können sogar gucken, wie viele das waren. Es waren 9 Soldaten. 9 Soldaten waren da drauf. Und das war es auch schon. Ne? Also hier auf der Hauptinsel von den Blauen hätten wir deutlich mehr Gegenwehr. Da mache ich es in der Regel so, dass ich mir einen, oder wie machen wir hier, dass ich einen rausschmeiße. Und dann kommen nämlich alle Einheiten, die auf der Insel positioniert sind vom Gegner, die kommen alle dahin. Und dann ballern die Schiffe. Ne, weil die konzentrieren sich als allererstes immer primär auf die Landeinheiten. Immer. Und dann kannst du das natürlich wunderbar nutzen und mit denen hier drauf bolzen, mit den Schiffen, die da so stehen. Und die Schiffe haben natürlich weitaus mehr Angriffskraft als die normalen Landeinheiten. Weil ich meine, der hier hat, glaube ich, die haben, glaub, kosten auch nur eine. Die kosten 2 Kanonen, also quasi eine Stärke von 2 Tonnen Kanonen. Die haben natürlich erstmal das Siebenfache davon. Das ist dann halt schon nochmal ein Unterschied. Was halt eben nicht heißen soll, dass andere Strategien falsch sind. Überhaupt nicht. Das ist gar nicht der Punkt, den ich damit aussagen möchte. Ich wollte nur sagen, wie gesagt, ich finde eure Strategien cool und fand das sehr, sehr interessant zu lesen. Ne, vor allem der Zimmer 1, 2, 3, den möchte ich jetzt auch mal namentlich an der Stelle nennen, der hat ja riesige Kommentare geschrieben. Und da gehe ich auch gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Ich wollte nur erstmal so das Vorwort quasi jetzt mit den Strategien kurz ansprechen, um da kurz klarzustellen, dass das quasi so auch tatsächlich meine Vorgehensweise ist, ne? Was Angriffe bei Anno 1602 so betrifft. Ich habe hier tatsächlich mein Notebook vor mir und gehe das so ein bisschen durch, weil merken kann ich mir das definitiv nicht alles. So, warte. Hier haben wir zum Beispiel einen Kommentar vom Zimmer 123, der so lang ist, dass ich auf dem kleinen Laptop hier sehr lange scrollen muss, um das Ende zu finden. Es ist tatsächlich sehr lang, der Kommentar. Gehen wir kurz zur Fischerinsel. Die ist natürlich, ne, wir haben hier die Fragezeichen überall. Ja, das ist natürlich
schon ein bisschen klar, weil wir haben sehr viele davon und die klauen sich eventuell hier und da auch gegenseitig Fischergründe. Ich glaube, das funktioniert so ein bisschen ähnlich wie mit ganz normalen Farmen. Also das sind quasi die Farmfelder hier unten, die Fischgründe, die es da gibt. Das sind wahrscheinlich die Farmfelder. Aber schlussendlich, ne, sieht man ja gerade, schwimmen sie halt trotzdem wieder alle los. Teilweise halt alle gleichzeitig und trocknen dann alle im Wasser rum. Und so produzieren sie, ich spule kurz vor. So, ich glaube, ein Vulkan bricht aus. Ja, ich habe es gerade nicht gesehen, weil ich das Notebook davor hatte. Nein! Kurz wieder hier hin. Ne, und die produzieren jetzt halt trotzdem weiter fröhlich Nahrung. Auch wenn die Effizienz nicht so Bombe ist. Vielleicht könnte man jetzt dazwischen immer so eine Lücke lassen, dann würde es wahrscheinlich die Effizienz steigern. Aber ich glaube, das ist in Ordnung so, weil die Dinger kosten eh nicht viel Bilanz und wir generieren doch relativ viel, oh oh, relativ viel Nahrung. Verdammt, jetzt komme ich nicht zu der Insel. Wo ist es denn hier? Ach, der Marktplatz. Der Marktplatz brennt wieder. Ich glaube, die Schäden sind ansonsten sehr überschaubar, ne? Scheint sonst nichts betroffen zu sein, nicht mal die Felder. Zumindest sehe ich gerade nichts. Wahrscheinlich ist irgendwo was und ich sehe es nur wieder nicht. Ja, genau, also das zur Fischerinsel nochmal ganz kurz. Genau, was Holz betrifft. Ja, Holz, muss ich sagen, haben wir ehrlich gesagt genug. Holz haben wir auf jeden Fall genug. Ne, also hier ist fast voll das Lager, wir haben unsere Holzroute. Und aber ansonsten absolut richtig, wir können natürlich hier auf der Schmuckinsel auf jeden Fall noch was reinholen. Und ich sehe gerade, wir sollten vor allem hier auch mal denn doch mal Schmuck herstellen, glaube ich, weil wir brauchen den ja jetzt selber. Das werde ich gerade mal machen. Ich mache erstmal zwei. Das könnte schon reichen. Dann können die sich direkt das Gold holen und loslegen. Wobei die Schmuckroute ist auch gut dabei. Also wir haben immer noch, glaube ich, mehr als wir theoretisch brauchen. Allerdings hier wird natürlich auch nicht mehr viel produziert. Ne? Der Blaue, der ist schon gut raus aus dem Rennen. Ich glaube tatsächlich, dass der weiße oder graue Spieler den Blauen vielleicht noch überholen könnte. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte natürlich unter anderem, es könnte passieren. Weil der Graue hat im Gegensatz zu dem Blauen, hat der, wobei, nee, das ist ja eine Südinsel hier, ne? Ja, das ist eine... Schön, die Pest. Geil. Was? So, hat der überhaupt einen Arzt? Ah, hier unten. Aber, kommt der da hin? Ich sehe keinen Arzt, der rumläuft, weil ich beschleunige mal gerade. Nee, der scheint keinen Arzt zu haben. Also er, klar, er hat einen, aber der kommt da nicht hin. In Reichweite meine ich in dem Fall. Okay, ja, finde ich jetzt nicht verkehrt. Genau, also im Zweifel können wir hier natürlich auf jeden Fall noch ein bisschen Produktion machen. Wir können theoretisch ja alles produzieren. Ne? Wie gesagt, der Glitch, den gibt es ja auch noch, aber den möchte ich eigentlich nicht aktiv nutzen. Die Lagerkapazität hier würde ich auch erstmal so lassen. Die könnten wir später vielleicht nochmal runterschrauben. Erstmal lasse ich sie aber so schon allein, weil wir sonst das ganze Gold verlieren würden, was hier im Lager ist. Und das möchte natürlich niemand. So, ich schaue mal wieder ein bisschen weiter. Ah ja, genau. Auch so ein Punkt. Krieg anfangen und gleich wieder beenden. Das war ja auch so ein Punkt, den ich ein paar Mal jetzt gelesen habe. Ja, wir werden alle anderen von der Karte fegen, aber ich bin wenig ein Fan davon, sage ich mal, so einen auf Übermacht zu machen. Ja? Also, ich meine, klar, wir wissen, wir könnten problemlos alle von der Karte fegen. Das wäre überhaupt kein Thema. Wir bauen noch ein paar Schiffe mehr, hauen die Einheiten auf die Schiffe und dann geht's rund. Ne, dass ich meine, wenn wir diese Insel hier mal betrachten, von den Blauen, die einzige Verteidigung, die sie haben, sind die Einheiten auf dem Land. Die haben nicht einen einzigen Turm. Das heißt, das Ding, das wäre ein Kinderspiel. Das ist ein Snack. Hier, einfach drüber gerannt, Feierabend. Da müssen wir gar nicht groß drüber diskutieren und hier genau das Gleiche. Ne, der Blaue ist einfach, der ist keine Gefahr. Den können wir einfach von der Karte bolzen. Das ist gar kein Problem. Genau. Bei dem Grauen oder Weißen oder Lenny, wie du willst, bin ich mir nicht sicher. Da bin ich mir wirklich nicht sicher, weil der hat Eisen. Ist eigentlich schon eine tiefe Mine, ich weiß es nicht. Hat er überhaupt eine Mine? Der hat hier kein. Der hat einen Steinbruch am Ärzte. Schämlich. Schämlich hart. So eine Verschwendung. Aber der hat irgendwo hat der eine Mine. Hier wahrscheinlich. Oder auch nicht. Doch, hier, eine kleine. Okay, der hat noch eine normale Erzmine, aber der könnte, glaube ich, eh schon eine große bauen, theoretisch. Das heißt, der könnte tatsächlich gefährlicher werden, weil der die Möglichkeit hat, theoretisch, ich versuche wieder die richtige Drehung zu finden, was gerade gar nicht so einfach ist. Ich nehme mal unsere Insel als Referenz, so. Der hätte das Potenzial. Der könnte das, weil er hat einfach Eisen. Und das hat der Blaue nicht. Die Gelben hingegen,
Das sehen wir hier schon. Die werden auf jeden Fall knackiger. Da brauchen wir eine handfestere Strategie, wie wir da rangehen. Weil die werden auf jeden Fall gefährlicher. Denn wir sehen, die haben Türme. Und davon jetzt nicht unbedingt so wenige. Und Türme sind relativ gefährlich gegenüber Landeinheiten. Ne? Das ist also egal, welche Landeinheiten du hast. Du wirst ein paar verlieren. Wenn es Türme hat, du wirst welche verlieren. Da kommst du nicht drum rum. Es sei denn, du gründest schnell irgendwo, bombst hier was weg. Gründest schnell und packst da einen Arzt hin, damit du die Leute mal wieder hinschicken kannst. Oder eben das, was auch der Zimmer 123 geschrieben hat, unter anderem, dass du dann dort halt Kanonen einlagerst und direkt eine Festung hinpackst oder sowas, um eben direkt auf der Insel Einheiten produzieren zu können. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr nice Herangehensweise und vielleicht machen wir das sogar auch einfach so. Denn da muss man die Einheiten immer wieder rüberkarren. Du brauchst nicht zwingend wieder Schiffe und so weiter. Wir werden wahrscheinlich auch welche verlieren, gehe ich mal von aus. Weil der Gelbe, der ist schon, der hat schon, ne? Der hat einige Schiffe. Der hat, glaube ich, mehr Schiffe als wir. Hat er eigentlich wieder welche zu verkaufen? Nö, ne? Nö. Also dem hier, an dem werden wir auf jeden Fall uns noch ein bisschen die Zähne ausbeißen, schätze ich mal. Früher oder später werden wir höchstwahrscheinlich eh alle von der Karte fegen. Seine zweite Insel ist jetzt nicht so knackig. Ich kann mir aber vorstellen, dass er die wahrscheinlich aufrüsten wird. Generell bin ich eher ein Fan davon, Gegner eher aushungern zu lassen. Sie erstmal zu schwächen, anstatt quasi in eine voll befestigte Stadt einzurennen. Generell. Wenn wir die Möglichkeit haben. Wir haben natürlich die Möglichkeit in dem Kontext, dass wir das Gold kontrollieren. Das Problem dabei ist, der hier hat momentan ja nicht mehr Aristokraten. Also könnten wir da nicht viel machen. Was wir machen könnten, sind die ganzen anderen Sachen, die wir verkaufen, aus dem Verkauf zu nehmen. Oder... Was ich hier auch noch gerade sehe, der ist auf jeden Fall abhängig von südlichen Ressourcen. Wenn wir südliche Ressourcen verkaufen, aus dem Verkauf nehmen. Ne? Und dann halt natürlich eine Weile warten. Und der Graue, dem müssen wir natürlich die Südinsel abknüpfen. Genauso wie ihm hier. Wobei er hier wird nichts verkaufen, die Stadt ist zu groß dafür. Sind das Aristokratenhäuser? Ich glaube schon, ne? Der ist scheinbar wieder am Rennen, habe ich so den Eindruck. Genau, also wir müssen auf jeden Fall etwas mit Strategie rangehen, logischerweise. Es kommt halt einfach auf den Gegner an. Ne, wir müssen nicht bei jedem Gegner gleichmäßig oder gleichbleibend vorsichtig sein, aber das ist ja auch logisch. Ne? Also wie gesagt, den Blauen hier, ganz ehrlich, den können wir wegsnacken wie einen alten Donut, das ist überhaupt gar kein Problem. Der Gelbe wird knackig, der Weiße weiß ich noch nicht. Haha, der hat auch Aristokraten tatsächlich jetzt. Waren das Aristokratenhäuser? Ich muss kurz gucken. Das war diese Hütte. Es sind Aristokraten. Der hat Aristokraten mittlerweile, tatsächlich. Ah ja, hier ist auch Theater und Hochschule. Der zieht sich richtig hoch. Nur, das Einzige, was wir gemacht haben, ist, dass wir die Eingeborenen weggebombt haben. Nur das. Und das hat ihm ermöglicht, jetzt so weit zu kommen. Ne, ich meine, wie gesagt, wir hätten natürlich die Situation ausnutzen können und ihn einfach wegradieren, weil er eine Lusche war. Aber, wie gesagt, ich möchte halt auch so ein bisschen Challenge rausholen. Und deswegen finde ich es cooler, wenn wir ihm eine Chance geben. Kann es sein, dass hier vorher kein Weingut war, er das gerade gebaut hat und die Felder instant bewachsen waren? Ist mir nur gerade so am Rande aufgefallen. Aber die KI kann ziemlich hart cheaten übrigens, ne? Also denke ich, wir dürfen auch cheaten. Wenn die cheaten dürfen, dann dürfen wir das auch. Es gibt ja auch tatsächlich richtige Cheats. Ich habe die nur mittlerweile alle schon lange vergessen. Keine Ahnung mehr, wie die gingen. Irgendwas, kann man die Konsole öffnen, aber... Huch, was war das denn? Das... Ich glaube, ich habe die Tastenkombination gefunden für Vollbild-Switchen. Es hat jedenfalls kurz geflackert, aber es scheint alles im grünen Bereich zu sein. Okay, puh. Genau. Also der weiße Gegenspieler oder graue, der, schätze ich mal, der wird auf jeden Fall noch eine knackige Nuss werden. Aber das finde ich gut. Das finde ich sogar ziemlich cool. Weil dann haben wir in dem Moment eine Challenge. Und diese Challenge, die möchte ich ehrlich gesagt auch haben, weil sonst ist es einfach zu einfach. Wenn wir einfach nur drüber rennen und der weg ist, dann hast du halt, ja, das ist halt... Das fühlt sich einfach nicht gut an. Das fühlt sich so an, als ob du einfach nur einen Käfer zertreten hättest. Und das ist halt so, ja, ich habe einen Käfer zertreten. Allerdings, wenn dir ein fettes Nashorn gegenübersteht, was einfach mal irgendwie wahrscheinlich da 10, 20, 30, 50-fache von dir wiegt, ja, und das richtig angepisst ist auf dich, und du es trotzdem erlegst, was du nicht tun solltest, weil warum solltest du ein Tier töten? Du kannst das Tier auch einfach Tier sein lassen. Das aber beiseite. Wenn du es dann erlegst, dann ist es trotzdem so, puh, du hast es geschafft. Obwohl das Vieh eigentlich deutlich stärker war als du. Oder zumindest, wenn man einen ebenbürtigen Gegner hat. Also in deinem Fall wahrscheinlich irgendwie Arnold Schwarzenegger. Weißt du? Also in seinen jungen Jahren natürlich. Wobei der Typ hat immer noch ganz schön Muckis, aber mittlerweile ist natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen, der Gute. Okay.
So, jetzt gucke ich nochmal ganz kurz durch. Jetzt haben wir uns eine Viertelstunde tatsächlich über die ganzen, über die ganze Strategiegeschichte und so erstmal unterhalten. Das tut mir sehr leid, aber man muss ja auch mal darüber ein bisschen sprechen, weil es wird halt auch in den Kommentaren geschrieben. Also gehe ich davon aus, dass da ein wenig Interesse dran besteht. Was ich noch ansprechen möchte, ist natürlich die Verteilung von Werkstoffen auf den Inseln. Das finde ich generell sehr nice, also auch logisch und nice. Habe ich tatsächlich in den späteren Anno-Teilen immer so gemacht, dass ich so eine Werkzeugroute eingerichtet habe. Das heißt, es ist ein Schiff gewesen, da ging das ja, hier geht das nicht aufgrund der Beschränkung, oder nicht Beschränkung, sondern aufgrund der dass wir hier nur diese vier Dinge haben, dass quasi ein Schiff immer von Insel zu Insel springt und dort Werkzeuge verteilt und dann quasi wieder an der Hauptinsel einlädt und dann wieder verteilt und so weiter. Das habe ich damals immer so gemacht, das funktioniert hier natürlich leider nicht. Von dem her finde ich die Idee mit dem ein Schiff und der Route, machen wir das vielleicht einfach mal. Wir haben hier ein Schiff rumzustehen, dann können wir eigentlich das mal nehmen. Und diese Route besteht jetzt quasi darin, das ist übrigens auch vom Zimmer 1, 2, 3 der Tipp, dass wir hier Werkzeug reinnehmen, wir nehmen Holz rein und wir nehmen Ziegel rein und Kanonen war das, glaube ich. So, ich glaube es war sogar 100 von jedem, wenn ich es richtig gelesen habe, also 50 bis 100. Nahrung allerdings auch, aber wobei Nahrung... Nee, warte. Ah, nee, da ging es um was anderes. Moment, Entschuldigung. Eigentlich bin ich in der Zeile verrutscht. Ja, also Kanonen durchaus auch 100 Tonnen. Wir sollten tatsächlich eigentlich auf unserer Hauptinsel die Lagerkapazität erhöhen. Weil die ist mit 180 Tonnen, ist die halt echt nicht so wild. Ne, das muss man schon mal zugeben, die ist jetzt nicht so pralle. Aber ich denke momentan ausreichend. Genau, also würde ich sagen, so lassen wir das erstmal. Damit können wir auf jeden Fall gründen. Wir können, glaube ich, sogar eine Festung damit bauen. Wir könnten Türme bauen, wir könnten Einheiten ausbilden. Von dem her schicken wir den einmal los. Macht jetzt natürlich nicht so viel Sinn, weil er direkt nebenan ist. Zack, er lädt ein. Er lädt hoffentlich alles ein. Ja, das sieht gut aus. Erstaunlich, wie langsam das eigentlich ist, ne? Holz. Oh, ja, ich sehe schon. Oh, Moment. Überprüft eure Handelsrouten, Routen. Das ist so gut einfach. Ja, die müssen natürlich alle so gestellt sein, damit wir... Nee, Quatsch. So, aufs Schiff laden, sonst macht es ja wenig Sinn. So, jawohl, Holz, Ziegel, tralala, sehr schön. Haben wir das. So, dann haben wir quasi immer ein Schiff und ich mache das jetzt auch auf Gruppe 1, Steuerung 1. Dann haben wir das hier, sieht man da ein ganz bisschen auf die 1 gelegt und wenn wir die 1 drücken, dann können wir direkt auf dieses Schiff zugreifen. Und wenn das irgendwo ist und wir eine neue Ladung brauchen, dann müssen wir das nur noch losschicken. Ist ein sehr geiler Tipp vom Zimmer 1, 2, 3, kann ich auf jeden Fall nur weiterempfehlen. Ziemlich geil. Was mir jetzt gerade Sorgen bereitet, weil ich es gerade sehe, ist unsere Bilanz. Denn offensichtlich verkaufen wir kein Gold mehr. Was natürlich darauf zurückzuführen ist, dass wir der Weltwirtschaft eine leichte Schelle verpasst hatten. Aber ich glaube, dass der hier demnächst nach Gold fragen wird. Ich bin mir da sogar ziemlich sicher. Ziemlich sicher bin ich mir da. Ich überlege gerade, ob wir hier vielleicht sogar erstmal den Betrieb einstellen, weil wir haben so viel Gold. Ich glaube, es bringt gerade nichts, das weiter zu produzieren. Ich würde sagen, wir sparen uns da die Betriebskosten gerade mal. Komm, da komm ran an die andere Mine. So, denn es ist auch noch wahnsinnig viel Gold im Umlauf. Ne, es ist ja, zum einen haben wir halt das hier auf der Insel, dann haben die Konkurrenten wahrscheinlich, also die Gegenspieler haben sich ja auch noch einiges an Gold rumzufliegen. Der hat übrigens ja auch wieder Aristokraten, also schätze ich mal, dass hier demnächst wieder Nachfrage da sein wird. So, hier haben wir tatsächlich auch keine Verkaufserlöse. Huch. Trotz, dass wir Alkohol... Achso, ja gut, der Verbrauch wird einfach zu hoch sein, schätze ich. Als dass es sich lohnt. Aber immerhin haben wir keine Überproduktion von Zucker. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Überprüft eure Handelsrouten. Können wir eigentlich mittlerweile wieder? Nö, können wir nicht. Ach ja, das Schloss. Siehst du, das habe ich ganz vergessen, das Schloss. Da läuft ja noch die Umfrage. Ne, ich muss gerade wieder ein bisschen Voraus produzieren. Also bitte nicht wundern. Ich kann auf die Umfrage noch nicht eingehen, weil zu diesem Zeitpunkt, wo ich hier gerade aufnehme, ist die Folge noch gar nicht rausgekommen, wo die Umfrage stattfinden soll. Deswegen bitte nicht wundern. Das kommt noch. Das kommt in den kommenden Folgen. Genau, also um das Schloss kümmern wir uns noch. Das heißt, ich lasse die Bauplätze hier auch erstmal, wie sie sind. Wo wir jetzt mal wieder reingucken müssen, sind unsere eigenen Ressourcen. Vor allem mit Alkohol. Der bringt 100 Tonnen. 100 Tonnen.
Hier haben wir gerade 76. Okay, also mit dem Alkohol sollten wir cool sein, denke ich. Hansruden. Und ich glaube, mit allen anderen Sachen sollten wir soweit auch cool sein. Mit dem Kakao gucke ich nochmal. Müssen wir erstmal ein Schiff finden. Der bringt auch 100 Tonnen. Okay. Wir sind mit den Ressourcen, glaube ich, soweit cool. Wir haben jetzt noch 800 Kaufleute. 800 Kaufleute. Was, wie viele Häuser sind das? Warte mal. 25 pro Hütte waren das ja, glaube ich. 250, 500. Das sind schon mal 20 Häuser. Dann haben wir noch 300 übrig. Das heißt 30 Häuser. 32 Häuser müssten es sein. 32 Häuser mit Kaufleuten. Das ist nicht wenig, tatsächlich. Das ist relativ viel. Ich glaube, wir haben ungefähr vielleicht die Hälfte gerade aufgerüstet. Also wenn wir alle aufrüsten, das würde nochmal richtig hart in die Ressourcen gehen. Würde ich mir daher auch momentan gerne eher sparen. Unsere Bilanz sieht übrigens wieder besser aus jetzt. Einkaufskosten kommen, glaube ich, von hier, von der Hauptinsel, ne? Also, stimmt, Klamotten. Wie sieht es mit Stoff aus? Stoff sieht gut aus. Ich mache doch nochmal eine weitere Schneiderei. Weil ich habe das Gefühl, dass die Aristokraten jetzt natürlich deutlich mehr Klamotten haben wollen. Ne, erstmal hier ein bisschen Nike und so, verstehe ich schon, ja, dass sie da sich auch mal ein bisschen fresher anziehen wollen, wenn sie schon sich Aristokraten nennen. Von dem her produzieren wir da lieber nochmal ein bisschen was nach. Der Verbrauch an Schmuck, finde ich, der ist sehr übersichtlich momentan. Der ist sehr, sehr übersichtlich. Handelsrouten, bla. Hier hinten lassen wir frei. Ja, ich bin immer noch überlegen, wen wir als nächstes ins Visier nehmen. Ich tendiere tatsächlich zu den Blauen. Also ganz abgesehen davon, dass wir ja eh schon mit denen mal Klopper hatten. Ist auch interessant, dass jetzt hier die, dass sie jetzt quasi wieder neutral sind. Aber das liegt wahrscheinlich daran, weil momentan keiner mehr Gold haben will. Was wir natürlich tun könnten, ist, dass wir irgendwie Inseln freigeben. Wir könnten beispielsweise die Insel der Blauen freiräumen und zerstören. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was die Eingeborenen betrifft, ob ich da eine Umfrage zugestartet hatte oder nicht. Ich bin mir da sehr unsicher gerade, aber ich glaube tatsächlich nicht. Falls doch, möge ich darum bitten, dass es entschuldigt wird. Ich möchte das einfach mal ausprobieren. Ich lege die Einheiten übrigens gerade mal auf die 2, also die Schiffe, auf den Hotkey. Oh. Ja, offensichtlich sind wir mit denen im Krieg. Also mit den Eingeborenen. Sonst würden unsere Schiffe die nicht direkt angreifen. Das ist interessant. So, den Blauen stört das, glaube ich, auch scheinbar nicht. Nö, das ist dem völlig Schnurz gerade. Ich werde auf jeden Fall vorher nochmal speichern. Das mache ich mal gleich. Lip. Spielstand gespeichert. Oh, dieses Sample einfach. Ja, kommt mal ruhig nach vorne. Irgendwann produzieren die nämlich, glaube ich, auch keine Soldaten mehr. Das müsste jetzt sein. Oder deutlich langsamer. Gleich 2, Alter. Komm, Alter, was haben wir hier für eine Production Rate? Okay, wir haben gespeichert. Wir könnten sogar gründen, theoretisch. Hier auf dem Furzflecken. Aber ich glaube, dann würde der Blaue uns direkt hassen. So, und er hasst uns auch, weil wir Einheiten bei ihm platziert haben. Folgendermaßen. Jetzt selektier doch die Einheiten, du. Oh, du Vollhonk. Ja, mach entspannt. Sau ab hier! So, Feuer! Ja, jetzt will er mit seinen Einheiten hierher kommen, kann es aber nicht. Schön. Okay, wir schicken die direkt wieder aufs Schiff. Los, 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 los! Du auch! Boah, du Lappen, Alter, machst erstmal Urlaub da hinten oder was? Okay, das war schon der ganze Plan. Jetzt versuche ich anbieten und. So. Der würde uns das wieder eine Weile übel nehmen. Aber mich interessiert einfach, was jetzt passiert. Ich mache mal wieder ein bisschen Timelapse. Der hat nämlich jetzt die Möglichkeit, an Erz zu kommen. Und ich möchte wissen, was er daraus macht. Ne, das ist so genau dasselbe Spiel wie mit den Weißen. Ich will wissen, was er daraus macht. Oder ob er überhaupt irgendwas daraus macht. Er würde uns halt eine Weile hassen dafür. Ne, das sehen wir hier schon. Wir können ihm bieten, was er wollen. Aber er kommt aus dem Neutralbereich nicht mehr raus. So, euch schicken wir erstmal wieder zurück. War mir aber schon fast klar, dass der dann mit Krieg kommen wird, weil, ja. Ich meine, immerhin haben wir sein Land betreten, das ist schon verständlich. Wir hätten vielleicht die Mauer hier einreißen sollen.
Weil ich glaube, tatsächlich erst zu blöde, um das selber zu machen, weil die sind ja schon gebaut. Und dann ist einfach, dann liegt dieses Erzvorkommen einfach da und er nutzt es einfach nicht. Wobei jetzt hier hat er gerade Mauer gebaut. Oh, ein Vulkanausbruch. Oh nein, wieder bei uns auf der Insel. So, wir müssen hier ein bisschen Auge drauf haben, ne? So. Wir können es uns eh leisten, ja. Wir sind ja hier rich und so, ne? Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich sehe schon, wir sind schon wieder bei 25 Minuten. Ich muss leider ein bisschen auf die Uhr gucken, gerade beim Aufnehmen. Weil sich die Arbeitsverhältnisse ein wenig geändert haben jetzt. Das heißt, ich muss ein bisschen genauer gucken und darf nicht mehr so oft überziehen, weil sonst fehlt mir die Zeit. Ah, guck mal doch hier. Jetzt hat er hier quasi die Mauer. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Und genau dieses Motto hat er direkt genommen und die Mauer einfach eingerissen. Die Bürger eures Reiches verehren euch. Siehste? Ein Denkmal soll eure Stadt. Die fanden das so edel von uns, dass wir ihm jetzt die Möglichkeit des Erzes verschafft haben, dass sie einfach direkt uns ein Denkmal setzen wollen. Das finde ich schön. So nette Leute. Ich weiß allerdings gar nicht, wo ich es hinpacken soll, weil wir hier immer so dicht an dicht bauen. Ach, guck mal hier, da ist so ein kleiner Furzflecken. So, haben wir da ein Denkmal. Schön. So, ja, dann würde ich sagen, für diese Folge erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Ich bin übrigens auch noch immer sehr darauf, sehr gespannt, wie eure Wahl dann ausfällt bezüglich des Schlosses, wo wir das dann hinpacken, weil irgendwo müssen wir es ja hinpacken. Und ich bin auch sehr gespannt, wie das hier generell weitergeht, ne, mit der KI und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich möchte der KI gerne Möglichkeiten geben. Ich möchte da wirklich die Möglichkeiten geben, damit die sich auch wehren können, damit sie sich gut wehren können, damit wir auch ein bisschen eine gewisse Challenge haben. Jetzt mein Mikro gerade weggeschwenkt. So. Und man sieht übrigens gerade, die KI hat jetzt eine Dürre. Das liegt halt hier dran. Ja, da muss er jetzt halt mit leben. Das ist ja eh nur vorübergehend. So, jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Däumchen bitte nicht vergessen, ist wichtig für unseren Channel. Und dann sehen wir uns. Achso, und natürlich auch gerne abonnieren, falls ihr mehr haben wollt. Und wir sehen uns dann wieder morgen in aller Frühe um 10 Uhr hier wieder auf dem Channel mit Anno 1602 der History Edition. Bis morgen. Haut rein. Ciao.